Ja, und damit herzlich willkommen. Glück auf zur Pressekonferenz nach dem 28. Spieltag. Das Heimspiel der Veilchen gegen 1860 München. Die anderen Samstagsspiele: Bayreuth gegen Oldenburg 1:2, Wiesbaden gegen Mannheim 3:0, Duisburg Verl 3:3, Osnabrück gegen Freiburg 1:1 und Saarbrücken schlägt Essen 3:0. Hier gab es ein aus Gästesicht 3:1 Erfolg für die Löwen aus München. Beide Cheftrainer sind hier bei uns auf dem Podium und wir starten mit dem Ausblick oder mit dem Blick aufs Spiel mit Maurizio Jakobacci. Bitte schön. Ja, vorerst natürlich ein großes Kompliment an Aue, was die in der letzten Zeit geleistet haben. 10 Spiele, 22 Punkte. Jeder wünscht sich natürlich so eine Serie. Und darum großes Kompliment an dieses Team, an den Trainer, weil das ist nicht selbstverständlich, was das Spiel anbelangt heute. Wir sind gleich vorneweg ins Spiel gegangen mit der Intention, den Gegner gleich unter Druck zu setzen, ihn gar nicht spielen zu lassen. Wir wollten so spielen wie zu Hause und gleich den Stempel aufdrücken. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Schon nach fünf Minuten hatten wir die Chance mit Steini, dann der Abschluss mit Albi, wie auch die Chance mit Deichi. Nach 20 Minuten hatten wir das 1-0 schon erzielt mit Lex. Und dann hatten wir natürlich die Konterchance auf Eckball mit Cello plus die Eckballchance mit Steini, auch da sehr gut herausgespielt, bis dann das Tor gefallen ist mit Albi auf Zuspiel von Lex. Und dann hatten wir natürlich auch noch die Riesenchance mit Lex, der allein aufs Tor geht und der Torhüter hervorragend gehalten hat. Also die erste Halbzeit, eine fantastische Halbzeit von unserem Team, das wirklich das umgesetzt hat, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und gegen einen Gegner, der in einem Hoch ist. Ja. Dann die zweite Halbzeit, ist klar, wussten wir, dass Aue natürlich alles unternehmen würde, uns in Schwierigkeiten zu bringen, noch den Druck erhöhen würde. Das ist auch geschehen, aber trotz allem hatten wir dann die Chance mit Skenderovic, der knapp neben das Tor schießt, bevor das Tor gekommen ist mit Lex, das 3-0, hervorragend herausgespielt. Und klar, etwas haben wir trotz allem zugestanden. Natürlich auch wegen der Stärke der Auerspieler vorne. Nazarov hat natürlich gute Pässe gespielt. Der Freistoß, der beim Stande von 2-0 Hiller hervorragend gehalten hat, sehr, sehr wichtig war in dieser Phase. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass der Sieg absolut verdient ist. Und ich bin wirklich heute sehr stolz auf mein Team. Was sie heute geleistet hat, was für eine Laufbereitschaft sie an den Tag gelegt hat, das ist wirklich bemerkenswert gewesen. Und darum ein großes, großes Lob an mein Team. Ja, vielen Dank, Maurizio Jakobacci. Und damit zu unserem Chefcoach, zu Pavel. Glück auf. Erstmal, also danke erstmal Maurizio für die nette Worte über unsere letzte Wochen. Heute leider können wir damit nicht zufrieden sein, was wir heute geleistet haben. Natürlich haben wir heute auch tatsächlich mit brutal starken Gegnern zu tun gehabt. Die waren sehr gut auf uns eingestellt. Wir haben leider nicht verstanden, wie wir gegen diese kompakte Pressing auch vom Gegner auch uns zu befreien. Auch oft, wenn wir langen Ball spielen mussten, auch die zweite Bälle sind meistens auch auf Gegner gegangen und waren wir immer wieder unter Druck sozusagen, haben wir wenig Entlastung. Das Spiel hat so hin und her geplätschert. Die Mannschaft von 1860 hat natürlich die bessere Chancen, weil die haben auch die freundliche Unterstützung auch von uns gehabt durch die Fehler, die wir auch oft heute verursacht haben. Wenn ich jetzt nur unabhängig von Spielweise, wie man auch gespielt hat, welches System, was passiert ist, ich glaube, wenn ich das ausschließe und nur die zwei erste Gegentore mir ansehe, dann geht es mir schlecht. Das sind zweimal Einwürfe, ruhende Bälle, Einwurf und der Gegner kommt alleine vom Tor.
Also das ist jetzt kein Wunder heute, dass wir das Spiel so verloren haben. Das ärgert mich. Das ist für mich eine Sache, wo ich sage, dass wir heute schon bemüht waren und dass wir auch versucht haben, nachzulegen und auch weiter hier zu Hause erfolgreich zu sein. Aber so wie wir heute gespielt haben, haben wir keine Chance gehabt. Und die Mannschaft, wie gesagt, von 1860 war aggressiver. Aggressiver meine ich gegen Ball. Die haben uns immer wieder unter Druck gesetzt. Wir haben immer wieder zu kompliziert gespielt. Und dann, wie gesagt, die zwei Gegentore, es ist einfach brutal für mich. Das ist so ein bisschen so Pleite, Pech und Pan, wenn ich das so sagen darf, bei den ersten zwei Gegentoren. Uns kein Wunder, dass wir heute nichts mitgenommen haben. Ich sage es nochmal, wir haben auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen versucht, ein bisschen mehr nach vorne zu spielen, ein bisschen mehr vielleicht Anschlusstreffer zu erzielen, so wie der Fall war. Aber nach 3-0 ist es natürlich, keiner glaubt mehr daran, vor allen Dingen, wenn du so starke Widerstand hast. Und ich denke, dass wir heute diese Niederlage hineinnehmen müssen. Mir tut es auch ein bisschen leid, auch für die zahlreiche Fans, die heute hier im Stadion waren, die wir nicht so jetzt zufriedenstellen können. Aber ich sage es nochmal, die Mannschaft hat es versucht. Wir haben auch vielleicht auch im Kopf so gewisse Müdigkeit gehabt, auch das Wetter, Umschwung, Platz, alle diese Umstände, starke Gegner. Ich glaube, in der Summe war alles viel zu viel für uns heute. Und leider haben wir zu Hause das Spiel verloren. Jetzt müssen wir uns ausschütten, müssen wir das auch hart analysieren, gut arbeiten und dann die nächsten Wochen besser machen. An 1860 wünsche ich alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Pavel. Damit ist die Zeit für die Fragen der Presse, wenn es die gibt. Dann kommt das Mikrofon, das Fliegende, vorbei. Wir starten, weil er gerade dort steht mit dem Mikrofon, mit Thomas Narendorf für die Morgenpost. Und dann geht es vorne in Reihe 1 weiter. Bitte. Fabi, ihr habt mit dem Sieg am Dienstag, war der eigentlich im Grunde aus dem Gröbsten raus. War es vielleicht auch ein kleiner Druckverlust, gerade in der ersten Halbzeit? Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein, genau. Ich habe auch vorm Spiel gesagt, für mich ist ja wichtig, heute zu sehen, welche Reaktion die Mannschaft zeigt. Weil die Situation ist jetzt so, wir haben jetzt Erfolgswelle. Bei uns ist alles gemütlich und schön und schick. Und beim Gegner ist ja ein neuer Trainer da, ist ein neuer Impuls da. Die steigern sich vom Spiel zu Spiel. Ich habe auch das Spiel, die haben mit Niederlage in Köln, zu Hause gegen Viktoria Köln begonnen. Dann jetzt 2-2 nach 2-0-Führung in Duisburg. Dann starke zweite Halbzeit gegen Tabellenführer Elversberg. Dann man könnte sehen, dieser Trend, in welche Richtung geht, nach oben. Und heute ist ja nächster Schritt gemacht worden bei 1860. Und das ist wirklich eine Top-Mannschaft, gute Mannschaft, ohne Frage. So wie ich sehe, auch guter Trainer. und von daher, das war jetzt dieser starke Widerstand, was wir heute haben. Es hat mich persönlich hat das nicht überrascht. Aber ich habe gedacht, dass die Mannschaft das auch so sehen würde. Wir haben es schon versucht. Also ich sage es nochmal, ich möchte mit meinen Spielern auch die Fehler, auch Marco Schicora, der die Fehler für das dritte Tor macht. Das ist Fußball halt, passiert. Das ist ja, wer kein Fußball nicht spielt, der macht keinen Fehler. Also deswegen müssen wir damit leben. Aber wir haben tatsächlich heute dieses Problem, glaube ich, auch viel vom Kopf her. Gegner kommt gereizt und wir gleichzeitig zufrieden. Und diese Konstellation hat nicht gepasst heute. So, da kommt das fliegende Mikrofon. Das war vorhin zwar eingeschaltet, aber da gibt es noch eine Stummschalttaste und die war an. Jetzt Herr Jakubacci, es war im vierten Anlauf Ihr erster Sieg. Sind Sie bei 60 München angekommen? Und zweitens, war es auch eine Bewerbung für Ihre Weiterbeschäftigung bei den Löwen? Es geht nicht um mich. Ich bin da, um seriöse Arbeit abzuliefern, dem Team. Meine Winnermentalität einzuimpfen, dass sie auf den Platz geht, um zu gewinnen. Und dass sie den Fußball spielt, den ich gerne spielen möchte. Es geht nicht immer, weil es hat ja immer einen Gegner. Aber ich bin nicht erst jetzt angekommen, weil ein Sieg da ist. Ich war schon da vorher. Und
ich habe gerne mit diesem Team auch gearbeitet, auch wenn es schwierig war in der letzten Zeit, weil es ging nicht nur um Fußball, es ging wirklich um andere Dinge. Und die Dinge waren, ein Wir-Gefühl aufzubauen, damit wir dann solche Leistungen abrufen können, wie jetzt heute, weil das ist für mich Fußball. Es geht um Laufbereitschaft, es geht um den Gegner zu stressen, es geht um die Balleroberung und dann, wenn man die Balleroberung hat, geht es darum, auch nach vorne spielen zu wollen, um sich eben in der Umschaltphase, diese wichtige Phase, zu seinen Gunsten zu haben. Und die Mannschaft hat es heute absolut sehr gut verstanden, in dieser Umschaltphase eben wirksam zu sein. Sie haben Bojamba und Frenesi, bauen Sie auf in den letzten Wochen? Sind Sie ein Fan von Geschwindigkeit und Technik? Ja, Fußball muss Geschwindigkeit und Technik haben. Zielstrebend nach vorne spielen heißt, schnelle, quirlige Leute auch zu haben. Es geht ja nicht nur um Größe im Spiel, das ist auch wichtig, weil stehende Bälle sind enorm wichtig. Aber es geht vor allem, wenn man den Ball hat, gewisse Typen an Spielern zu haben, nicht die gleichen, weil im Team hat es verschiedene Typen Charakterien. Und jeder hat eine Aufgabe auf dem Platz und jeder sollte in seiner Position die bestmögliche Leistung abrufen. Ich kann von Bojamba nicht verlangen, dass er so spielt wie Steinhardt, defensiv. Aber wenn ich sehe, was Bojamba defensiv auch geleistet hat, er hat versucht, das Bestmögliche defensiv zu machen, wobei eben seine Stärken dann natürlich da sind, wenn der Ball zu unseren Gunsten ist. Da erwarte ich dann einen Bojamba, der mehr macht als ein Steinhardt zum Beispiel. Wie sehr ärgert Sie dieses irreguläre 1:3, dieses Handspiel? Ist ja ein Handspiel vorausgegangen, ist am Ende ja dann gut gegangen mit diesem 3:1-Sieg, aber wie sehr hat Sie diese Entscheidung geärgert? Nicht die Entscheidung hat mich geärgert. Mich hat geärgert, dass wir ein Gegentor bekommen haben, weil ich wollte auch zu Null spielen. Das Ziel jedes Trainers ist, kein Tor, kein Gegentor zu erhalten. Weil wenn man solid spielt, hat man große Chancen, ein Spiel auch zu gewinnen. Und das Ziel ist, defensiv so solid wie möglich zu spielen, um eben kein Gegentor zu erhalten. Weil das heißt, größere Chancen, dass man ein Spiel gewinnen kann. Wir machen weiter mit Thomas Narendorf für die Morgenpost und diesmal mit Ton. Pavi, ihr geht in die zweite englische Woche jetzt. Am Mittwoch steht das Pokalspiel in Chemnitz an. Reicht die Zeit bis dahin, um die Kräfte wieder zu bündeln, um frisch zu werden? Definitiv. Also wir wollen jetzt nicht anfangen, damit uns zu ausreden oder die Spieler Alibi zu geben. Das möchte ich nicht. Das machen viele andere Profivereine auch. Die müssen auch durch und wir auch. Wir müssen jetzt tatsächlich alles mobilisieren. Wir müssen jetzt abwarten, jetzt, was jetzt zum Beispiel mit Majacek passiert, was mit Sam Schreck jetzt passiert. Marvin ist wieder, Stefanian wieder dabei. Vielleicht kommen ein bisschen frische Leute noch dazu. Aber eins möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht Ausrede haben für diese Sachen, weil wir wissen, um was geht es. Die Mannschaft hat das bis jetzt überragend gemacht. Und das müssen wir jetzt heute diese Niederlage hineinnehmen und dann nächstes Mal besser machen. Und das ist das Ziel. Blicken wir nochmal in die Runde. Die Fragen sind alle beantwortet, so wie es aussieht. Dann gucken wir, wie es weitergeht für den FC Erzgebirge in der Liga. Am nächsten Samstag beim SV Meppen. Die Löwen empfangen am Sonntag Borussia Dortmund die zweite. Dazu beiden Mannschaften schon jetzt viel Erfolg. Und ja, für die Veilchen natürlich erst am Mittwoch schon das Landespokalspiel, das Viertelfinale. Und das Ganze dann 38 Kilometer nordöstlich von hier. Das war's für heute. Ja, bitte. Ich möchte natürlich auch den Zuschauern, sprich unseren Fans, großes Dankeschön aussprechen. Denn es ist nicht alltäglich, dass so viele Fans so eine Reise antreten, um uns so stark zu unterstützen. Und ich glaube, ein Teil des Erfolges geht auch an Sie, die uns 90 Minuten voll unterstützt haben. Das Dankeschön ist angekommen. Das können wir ebenso auch an unsere Fans weitergeben. Denn wir sind heute erstmals endlich mal wieder fünfstellig gewesen, Pavel, auch gut, ne? Haben wir uns gewünscht. Ja, deswegen habe ich gesagt, dass mir ein bisschen leid tut, dass wir nicht geschafft haben, zahlreiche Zuschauer heute.
zu begeistern, so wie wir das bis jetzt gemacht haben. Aber das ist ja nächste Woche, übernächste Woche haben wir wieder Heimspiel und dann machen wir es besser. So ist es. Das war ein tolles Schlusswort für heute. Glück auf aus dem Erzgebirgsstadion.